herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Retro-Jau spielt und heute mit einem Spiel, an das ich vage Kindheitserinnerungen habe. Ich weiß nicht mehr so viel über das Spiel, aber ich weiß, ich habe es mit meinem besten Kumpel Basti damals bis zum Erbrechen gespielt, häufig und immer gerne, und zwar ist das Eternal Champions für Mega Drive. Und was ich an dem Spiel so geil finde, das geht schon in der Anleitung los. Jetzt ist meine schon ein bisschen zerfressen und mitgenommen, die hat irgendwann mal Wasser abgekriegt. Hier ist echt jede Menge, alles bunt und Artworks und hast du nicht gesehen. Und das Geilste ist, wenn man ein bisschen weiter blättert, dann kommt man irgendwann zu den Kämpferprofilen. Da sieht man hier zum Beispiel schönes Artwork von Blade mit der Biografie, und das ist aber noch nicht alles. Wenn man nämlich dann auf die nächste Seite blättert, hat man hier noch eine Movelist von den jeweiligen Charakteren. Und das ist ziemlich, ziemlich geil. Sogar eine Beurteilung. Basiert auf einer Skala von 1 bis 5. Schnelligkeit 2, Ausdauer 4, Leistungsstärke 5, Erholung 3, Geschwindigkeit 3 und Gleichgewicht 4. Wie sich das jetzt im Spiel äußert, bleibt abzuwarten. Aber das zieht sich hier so bis zum Ende des Booklets durch. Und das Ganze hört nicht im Booklet auf, sondern das findet sich im Spiel auch noch wieder. Und das zeige ich euch jetzt mal kurz. Wenn man nämlich im Hauptmenü auf den Button Information geht, dann gibt es auch hier Charakterprofile, wo dann quasi nochmal der Charakter vorgestellt wird. Hier Shadow Yamato, Occupation ist Ninja Assassin, Time Zone. Die Eternal Champions sind ja alle aus verschiedenen Zeitzonen. Ist von 1993, also quasi vor 25 Jahren mehr oder weniger. Fighting Style ist Taijutsu. Und die Fighting Styles, die sind geil. Hier, Rax Coswell, der Cyber-Ninja, Cyber-Fighter aus der Zukunft, hat den Fighting-Style Muay Thai Kickboxing. Sieht auch ein bisschen aus wie so ein Cyborg aus den Superman-Comics. Dann haben wir hier die Green Lantern-Variante von John Jones. Gar nicht wahr, von wie heißt er denn, der schwarze Green Lantern? Ist das jetzt peinlich? John Stewart natürlich. John Jones war ja der Martian Manhunter. Da lässt mich mein altes Comic-Gehirn nicht im Stich. Er hier ist quasi in, was haben wir jetzt, 2019, ne? Ja, in 11 Jahren ist er hier am Start mit seinem Kenpo-Fighting-Style. Die nette Lady hier, Jetta Max mit Savate. Und am geilsten finde ich Slash. Denn Slash ist 50.000 BC, also prähistorisch 50.000 Jahre vor Christus. Und sein Fighting-Style ist einfach nur Pain. Weißt du Bescheid? Der Junge hier sorgt für Schmerz. Dann haben wir hier noch den Trident Gladiator aus 110 Jahre vor Christmas. Der macht Capoeira und hat einen Haken als Hand, beziehungsweise einen Dreizack. Und den hier finde ich besonders cool. Xavier Pendragon, ein Warlock aus, vor 400 Jahren. Und der macht Kane Fighting. Und so zieht sich das hier durch mit Jeet Kune Do und dem Biochemical Scientist Mitchell Middleton Knight und Lawrence Larson Taylor. Der ist noch gar nicht so alt her. Er ist ein früherer Cat Burglar. Ich weiß nicht genau, was die Übersetzung von Cat Burglar ist, aber im Prinzip ist er sowas wie Catwoman. Man sieht ja, der hat so Steigeisen und einen Enterhaken dabei. Und der war Praying Mantis Kung Fu. Den fand ich auch immer ganz geil. Aber genug geschwatzt. Das Spiel hat nämlich auch noch eine Storyline, die kann man sich hier im Button Storyline angucken. Die lasse ich einfach am Anschluss des Videos einmal durchlaufen, da will ich euch jetzt nicht mit nerven. Wer sich das hinterher noch angucken kann, kann das gerne tun. Aber wir steigen jetzt mal ins Spiel ein. Und zwar One Player, Battle Room, Training Room, Fight. Ne, warte mal. Training Room, Tournament Mode. Ich wollte die Story spielen. Single Elimination, Double Elimination. Was mache ich denn hier falsch? Was ist Battle Room? Enter Battle Room? Options? Shadow? Nö. Aber es gibt doch. Es wird doch. One Player? Fight. Enter Contest? So, wir nehmen nämlich Xavier. Ich glaube, jetzt habe ich den Arcade Mode gefunden. Wie gesagt, das ist 30 Jahre her oder so. Das ist, naja, nicht ganz, aber 25 Jahre her, dass ich das gespielt habe. Ich habe jetzt auch keine Special Moves vorher angeguckt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt hinkriege. Die Sprites finde ich aber ganz geil. Also optisch macht das Spiel was her. Dann gucken wir doch mal, wer die Alte sich auch. Dann zeig ich mal, was du kannst, Mr. Warlock. Ich will natürlich jetzt hier nicht völlig versagen, deswegen bin ich ein wenig konzentriert. Ich hasse das ja, also Spiele zu spielen, wenn ich die Special Moves nicht kann, ne? Jetzt hat sie mir aber böse auf die Fresse gehauen, die Kleine hier.
erste Runde verloren. Ich möchte nämlich doch mal kurz einen Blick ins Booklet. Jetta wins. Ich guck mal ganz kurz, wie hier die Special Moves von ihm gehen. Wenn ich ihn denn finde, da ist Larsen, hier ist der, ich glaube, ich bin schon zu weit, da ist Rex. Hier, das Artwork von Shadow ist natürlich auch sehr einladend für 15-16-Jährige. In jeglicher Hinsicht. Hier ist Slash, Trident, wo ist er denn da? Xavier, genau. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, was der hier hat. Richtungstaste weg vom Gegner. Ah, oh, toll, jetzt habe ich mir einen Charge-Charakter ausgesucht. Aha. Aha. Okay. Okay. Naja, versuchen wir das mal. Ein Charge-Charakter ausgesucht. Ah ja, hier, guck mal. Weil er da kann. Oder auch nicht. Ansonsten gibt es hier noch Button, Knöpfe, nee, Specials, die man mit dem Drücken verschiedener Buttons gleichzeitig macht. Allerdings habe ich die Button-Konfiguration jetzt natürlich umgestellt, wie ich sie in Street Fighter und dergleichen immer habe. Deswegen passt die Anleitung hier jetzt nicht ganz. Hier, nimm den Hadouken des Todes. Komm her, Schnecke. Ich fand das damals echt geiles Spiel. Aber ich weiß heute auch nicht mehr, ob ich damals gut in dem Spiel war. Das ist ja immer so eine Sache. Man muss ja nicht alles, was man gut findet, auch wirklich gut können. Was jetzt? Ah, Zeitlimit ist rum. Wir haben gewonnen. Sollte ich verlieren, probiere ich dann nochmal einen anderen Charakter. Ich finde ihn halt optisch ziemlich geil. Soundeffekte gehen in Ordnung, würde ich sagen. Die haut mir hier richtig auf die Schnauze. Alter, was geht denn mit der? Die macht mich echt langweilig. Bisschen peinlich das Ganze. Ich hatte eigentlich vor, den Arcade-Mode hier heute mit euch einmal durchzuzocken. Aber sie hat mich vermöbelt. Aber ich kann mir gar keinen anderen Kämpfer wählen. Naja, gut. Wir versuchen das jetzt mal noch ein paar Mal. Ich habe vorher nicht den Schwierigkeitsgrad irgendwie eingestellt oder sonst irgendwas. Gemacht. Schon wieder tot. Das ist aber gut hier. Ich muss sie doch wenigstens mal eine Runde besiegen können, die Alte. Hab ich gerade Schwein genannt? Die hat gerade Pink gesagt. Natürlich ist der mein Hadouken Feuerballgedönse hier mit der Vorherbewegung natürlich sehr vorhersehbar auch. Das ist ganz klar. Das hier finde ich ganz geil. Da nimmt er seinen Stab quasi als Besen und lässt sich so vorkatapultieren. Chance gegen die Alte. Die cheest aber auch so ein bisschen hier, ne? Ja. Ja, ne, so, warte mal. Wir restarten das Ganze jetzt mal kurz. Nämlich keinen Bock jetzt hier die ganze Zeit von der auf die Fresse zu kriegen. Ihr habt auch gesehen, ich benutze zum Capturen RetroArch als Emulationsplattform, aber wie ihr gesehen habt, hat
ich das Spiel natürlich hier neben mir bin. Ich habe nur aktuell keinen Mega Drive mit HDMI-Ausgang. Da steht bei mir noch das Analog Mega SG an. Allerdings ist da das Budget momentan nicht für vorhanden. Das ist aber nicht schlimm. Früher oder später wird das Ganze mein sein. Nochmal kurz in die Controller Configuration. So, ist gut. Main Menü, One Player, Fight, Contest. Und dann nehmen wir doch mal Pain. Nee, Slash. Pain war ja der Kampfstil von Slash. Ich wollte euch auf jeden Fall die ganzen Kämpfer mal so ein bisschen zeigen und die Hintergründe, weil wie gesagt, die Grafik finde ich echt schön. Es gibt hiervon auch entweder noch eine 32X oder eine Sega CD-Version, das weiß ich gerade nicht genau. Und zumindest auf der gibt es wohl auch Fatalities oder sowas. Da habe ich nämlich letztens mal bei YouTube irgendwie ein Video vorgeschlagen gekriegt, so alle Fatalities von Eternal Champions. Ich glaube, es war 32X. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die macht mich echt nackt. Guck mal her, Miststück. Also klarer Fall, ich hätte hier vorher nochmal üben sollen. Nicht alle Prügelspiele sind gleich. Shadow Winds. Das ist natürlich eine blamable Vorstellung von mir hier. Kann man gar nicht anders sagen. Dann beschimpft sie mich auch noch als Feigling. Ist das zu fassen? Ich halte hier mal ein bisschen die Klappe, damit ich hier wenigstens nicht ganz so übel verkacke. Animationen, finde ich, gehen auch voll in Ordnung. Sind nicht ganz so animationsreich wie bei Street Fighter oder so. Jetzt hör mal auf! Keine Chance. Ich habe keine Chance, Leute. Ja, wer von euch hat denn auch Erinnerungen an das tolle Eternal Champions, in dem ich definitiv echt nochmal trainieren muss, bevor ich mich damit irgendjemandem messen kann? Ich behaupte ja eigentlich von mir in Kampfspielen gar nicht mal so schlecht zu sein. Das hier ist natürlich jetzt zeichnet ein ganz anderes Bild. Das ist mir auch klar. Und so an Street Fighter Alternativen gab es ja damals auch echt so Boom! Oh, da habe ich glaube ich verpasst. Da hätte ich die alte wahrscheinlich noch wegsmashen können oder so. Machen wir das dann nochmal. Weiß nicht mehr genau, wie ich es gemacht habe. Aber jetzt habe ich ja schon wieder verloren. Yeah! War ich gerade drin stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Genau, an Street Fighter Alternativen gab es damals ja jede Menge, angefangen von World Heroes über Eternal Champion, die SNK Games, die umgesetzt wurden, Samurai Showdown, Art of Fighting, was ich persönlich nie so richtig geil finde, und Fatal Fury fand ich auch nicht so prall, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat man natürlich alles irgendwann mal aus der Videothek ausgeliehen, man hat ja alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest war damals. Und hat sich die alle mal angeguckt. Das hier fand ich auf jeden Fall eins der besseren. World Heroes ist auch noch nicht übel, aber grafisch nicht so ganz auf dem Level hier. Slash scheint mir auch nicht ganz so zu liegen. Aber ich finde das Figurendesign hier echt grandios. Ich muss doch jetzt mal hier wenigstens eine Runde gehen. Das gibt's da nicht. Das gibt's doch nicht. Hier, Christophs Man Cave, falls du gerade zuguckst, du bist doch auch so ein Fighting Game Junkie. Wie findest du denn Eternal Champions? Du bist doch auch so ein kleines Mega Drive Kind, wenn ich mich da jetzt nicht ganz, ganz schwer täusche. Erzähl doch mal. Lass mal in den Kommentaren hören, was hältst du von Eternal Champions? Das würde mich interessieren. Coward. Hör auf, mich Coward zu nennen. Miststück. Ich hole dich mit der Keule. Da macht die sich unsichtbar und kommt hinter mir wieder raus. Das ist
gemein. Und die blockt alles, was ich da antun kann hier, ne? Figur dreht sich aber nicht von alleine um. Also offenbar muss ich mich erst von der angreifen lassen, bis ich die wieder treffen kann. Bisschen unfair. Was macht sie denn jetzt? Ey, gab's nicht drauf. Voll versagt auf ganzer Linie. Es tut mir leid, Leute, aber da tue ich mir jetzt nicht weiter an. Wie anfangs versprochen, wir starten das Spiel jetzt einfach nochmal kurz. Wie anfangs versprochen, lasse ich euch jetzt noch die Story hinterherlaufen. Wer sich das angucken will, kann das gerne tun. Ansonsten war es das von mir, Retro Joe. Thank you.